drei Worte. Aqua Jet Adventure. Los geht's. Wow. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich bei der Tatsache anfangen, dass wir unseren Wasserspritzer-Dings haben aus Super Mario Galaxy? Oder über diese echt coole Musik? Von wo ist die Musik? Ich kenne die. Da oben ist ein Viech, ich sehe das. Von wo ist denn die Musik nochmal? Also wenn ich den Oben-Knopf drücke, dann fliege ich so gesehen. Oder schwebe ich halt mit dem Wasser. So, oben habe ich auch eine Leiste, eine 11. Seht ihr die 11? Wasser füllt sich wieder ein bisschen. Und 25 ist das Maximum. Klar, wenn die auf 0 fällt, ist mein Wassertank leer. Also hat schon natürlich große Ähnlichkeiten wie Mario Sunshine. Ich glaube, der einzige Unterschied ist halt, dass ich so lange hier in der Luft bleiben kann. Oh, ich will die haben. Ich will die aber nicht. Naja, bis halt das Ding auch wirklich komplett leer ist und nicht nur so eine bestimmte Anzahl halt so an Sekunden da nur am Stück hochbleiben kann. Wieso sterbe ich denn an der Wand immer? Keine Ahnung. Naja. So. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, von wo die Musik ist, obwohl es mir so bekannt vorkommt. So, wenn ich so einen Pilz nehme. Okay, Glück gehabt. Wenn ich so einen Pilz nehme, füllte ich automatisch auf die 25 wieder auf. Ein goldener Pilz. Ich glaube, der ist ein Leben oder so. Gleichheit mir gerade, aber ist mir eigentlich auch ziemlich egal gerade. Und jetzt habe ich ihn doch bekommen. Plot Twist. 9, 8, 7, 6. Ich habe hier ein kleines Problem. Oh, ich bin wieder voll. Gut. Wow. Ach, ich muss ja auch einen Secret Exit noch finden, stimmt. Das habe ich ja voll vergessen, ne? Ich sollte mal mehr auf die Röhren achten. Nein, das war so knapp. Okay. Wir müssen mehr sparen. Ich muss jetzt mit diesem 14 klarkommen. Verkackt. Ja, mit 7 komme ich durch. Da ist der Schlüssel, ey, cool. Einfach so. Ha, ich kann mich auffüllen. Sieht das nicht mal. Keine Ahnung, wieso kommst du denn so übelst bekannt vor diese Musik? Mist. Ja, okay, dann nicht. Fliegende Fische einfach, ne? Darauf gehen wir auch gar nicht ein, eigentlich. So, ich muss hier hin. Ja, ich hab's. Hey, guck mal, ich kann. Habt ihr's gesehen? So, nochmal hier rein. Die spaßige Wasser-Adventure. Aqua-Jet-Adventure halt, ne? Den nehme ich mal mit. Rutschen, das ist cool. Ach, scheiße, schon ist mein Power-Up wieder weg. Mal kurz auffüllen. Ah. Yeah. Ey, ich kann, glaube ich, ein Kombo. Ja, immerhin ein Leben. Ist doch cool. Wir sind auf 11 runter. Ich glaube, das dürfte noch ein bisschen halten, ja. Locker alles, ne? Keine Frage. Oh, nett. Power-Up ist immer gerne gesehen. Wow. In dem Level, glaube ich, kann mir jetzt echt gut helfen. Ja, aber doch nicht. Warte mal, ich. Jetzt müssen wir noch ein bisschen behalten. Ihr seht. Mir keinen Gefallen an dieser Stelle. Boah, jetzt habe ich so ein bisschen. Jetzt habe ich Fliegen und das Wasser. Das ist ja mal mega geil. Nein! Aber ich verkack's an jeder Stelle, ihr seht's. Ja. So, jetzt habe ich mal. Ja. Ich bin auf 25 wieder hoch. Ich weiß gar nicht mehr wie. Nein. Ja. So.
Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen zu sehr die Safe Sides ausnutze, ne? Aber ich will echt mal ein bisschen versuchen, das zu behalten, was ich habe. Weil Fliegen, wie gesagt, ne? Habe ich schon oft erwähnt gehabt. Dankeschön, dass ich mal ausnahmsweise nicht getroffen werde. Vielleicht. Fliegen ist echt schwierig zu bekommen, diesen Spiel. Das kriegt man halt nur, wenn man diese 100 Münzen hat und diese Box zufällig gerade sagt, ja, wir gönnen es dir mal. Boah. Leck mich doch. Jetzt einmal durch. So, hier machen wir jetzt noch nicht. Ah, vielleicht hätte ich vorher auffüllen sollen. Da mache ich jetzt immer besser. Das sieht jetzt bestimmt voll super aus. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Einfach geduckt. Boah, aber auf jeden Fall ein sehr cooles Level. Und wir sind angekommen. Yeah, das hat Spaß gemacht. Okay, das war die 4. Wir gehen weiter. Wo geht's denn hier wieder raus aus der Welt? Hat die keinen Ausgang? Ich hab's vergessen. Achso, wahrscheinlich nicht, ne? Achso, stimmt, dann muss ich, glaube ich, zurück irgendwie. Geht's nochmal zu. Die 5 ist dann hier unten gewesen, genau. Da unten. Big Brick Factory. Coole Mucke. Oh. Und tot. So schnell geht das nochmal von vorne, also, würde ich sagen. Boah, das Level ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Was mich aber bei Laune hält, ist mal wieder, wie sonst auch, der Soundtrack. Was war das für ein Geräusch gerade? Scheiße, Alter. Zur Musik, das Geräusch. Dieses Wusch, das hier. Na, egal. Ah, die fallen schnell, die Thrums. Hm. Mal sehen, ob ich jetzt noch ein Schlüsselloch finde. Ja. Das sind auch gar nicht so einfach. Diese Levels. Okay, der Stein tötet mich. Gut, dann warten wir. Nicht so. Also ich will schon weiter am Klettern bleiben, weil ich will mit dem Schlüssel hier durch. Okay, wir müssen nach jedem einmal warten. Ich bin ungeduldig, aber ich muss leider so machen. Ich hoffe nur, ich bin noch nicht am Schlüsselloch vorbei. Aber ich denke eher. Oh, du Scheiße, die Stelle wird jetzt kacke hier. Na toll. Verkackt, würde ich sagen. Oh nein. Okay, wir revampen. Ich weiß nicht, wie ich hier vorbei soll jetzt. Boah, vor allem, wenn der noch da ist, der Kleine. Nee. Boah, die Stelle ist ja echt zum Kotzen gerade. Hier kommt immer irgendwas. So, jetzt. Nein! Oh, komm, Mann. Wieso kann ich mal irgendwas nicht in die Hose gehen? So, jetzt warten wir hier. Schnell. Schnell durch. Das Ding berührt mich gar nicht mal. Da oben ist das Schlüsselloch. Das Grauen hat endlich ein Ende. Ich meine, hier durchzukommen schön und gut, aber mit Schlüssel ist das echt zum Kotzen. Ja, jetzt haben wir es. Dürfen das Level normal lösen. Und selbst das macht schon riesige Probleme. Boah, komm schon, Alter. Ja, die erste Hürde überwunden von Hunderten. Ja. Es muss, es kann nicht irgendwas glatt laufen in diesem, also in diesem, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht unbedingt diesen Part sagen, vielleicht in diesem Level. Alles muss mich einmal töten zumindest. Dieser Thwomp muss mich einmal töten, der Thwomp muss mich einmal töten, okay, bin durchgekommen. Der Stachel muss mich töten. Das Safe-Set ist leider so gemacht, dass der Sprung schon ausgeführt wird, das heißt, ich muss rewinden. So, der muss mich einmal töten, habe ich ja gesagt. Der Stachel muss mich töten, das Feuer muss mich töten, der Typ hier muss mich einmal töten.
Alles muss mich einmal getötet haben. Ich weiß jetzt nicht, was mich schon vorher getötet hat, als ich eben das Level gespielt habe. Das Miese ist halt, wenn ich das berühre, dann hört Mario auf zu klettern. Und dann passiert auch mal gelegentlich sowas. Ne, ein bisschen länger warten. Schnell, ach Gott. Ja, okay, ich bin zumindest noch da. Also das bis hierhin mit dem Schlüssel zu kommen, das ist echt schon eine krasse Aktion. Weil man halt den ja... Man kann den nicht einfach mit dem daher springen und dann klettert man. Der Mario klettert nur, wenn ich... Wenn der, also wenn Mario ihn wirft und dann in der Luft, also beim Klettern dann auffängt. Nur so geht das. So, das ist das Ziel. Aber Mann, ich hab's nicht geschafft. Okay, komm, jetzt schaffe ich's aber. Ja, boah, das war ein stressiges Level. Gut, die 5 ist geschafft. Gehen wir zu 6 hoch. Nein, falsch, das ist ein Level. Geht's denn hier lang? Da, 6 Star Road. Goalkeeper. Das ist das Ziel. Ach, ich kann Wandsprünge an diesem Ding. Das ist cool. Gibt's schon mal eine Vollblume. Kann ich nicht einfach ans Ziel gehen? Hä? Okay. Das ist halt das Ziel. Aber ich kann hier nur durch, wenn ich den grünen Switch habe und das Secret-Exit zu lösen wahrscheinlich. Oder darf ich einfach nicht ins Ziel? Ist das der Trick? Ich kann ja überall ins Ziel, theoretisch. Hier ist das Ziel. Also Ziel heißt, man verliert, glaube ich. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist natürlich auch ein interessantes Gimmick. Gewinnen heißt verlieren. Irgendwie. Ich weiß es auch nicht so ganz. Boah, kann ich hier einen ganz kleinen Sprung machen? Na gut. Dann ist ja auch ein Ziel. Wie komme ich jetzt hier durch? Ich darf... Boah, der darf nicht sterben, der. Ich meine, da war doch so eine Disco-Shell, oder? Der darf nicht sterben. Der stirbt aber die ganze Zeit. Was mache ich denn dagegen? Ja, der bringt ja selber um. Das ist ja voll doof. Okay, scheiß drauf. Wir nehmen das einfach mit. Ah, jetzt kann ich keinen Spin-Jump mehr hier machen. Ganz weit rewinden. Ja, ich hab ihn. Komm her. Okay. Cool, ich darf den ganzen Weg irgendwie... Wie soll ich denn hier wieder zurück, ohne getroffen zu werden? Solange ich keinen Doppelsprung kann, ist das... Naja, okay, ich check das Level gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich diese Stellen schaffen soll eigentlich. So, gehen wir hier rein. Wind. Das Level hat natürlich auch wie immer einen unglaublich guten Soundtrack. Muss man. Ich darf das nicht unerwähnt lassen, eigentlich. So. Mein Wind ist nicht stark genug, um. Okay, jetzt war der sogar sehr stark. Ach, das sind Todesblöcke. Ja, gut. Habe ich übersehen. Jetzt habe ich noch ein kleines Problemchen hier, glaube ich. Mal wieder raus. Scheiße. Ja, vielleicht... Ne, unten komme ich ja... Kann ich ihn nicht irgendwie töten oder so? Ne, wie gesagt, manchmal... Was heißt ja, wie gesagt, das habe ich ja, glaube ich, in letzter Zeit nicht gesagt. Manchmal sage ich das. Manchmal kann man die töten und manchmal nicht. Mit so Blöcken. Und jetzt, wo ich das bei dem hier gerade brauche, dann geht es leider überhaupt nicht. Es klappt einfach... Bei manchen klappt es, bei manchen einfach nicht. Ich habe noch nicht die Regel dahinter verstanden. Okay, das ist gut. Nein, das ist gar nicht gut. Boah. Nein. Okay, ich muss doch dann den zweiten Block vielleicht... Boah, was für ein Manöver. Das ist ja ohne Saves jetzt gar nicht überhaupt machbar erst. So, jetzt habe ich es. Ganz kleiner Sprung und weiter. Und ab ins Röhre. Nicht ins Ziel. Mhm. Wow. Ein riesiger Typ.
Unsichtbare Barriere. Macht der irgendwas? Ja, okay, dann versuchen wir das doch noch einmal. Seht ihr schon verkackt, wenn ich hier bin? Hier sterbe ich sogar beim Gewinn. Okay, nochmal. Schießen uns nochmal hier raus. Ganz in Ruhe. Ich drücke jetzt einfach mal gar nichts. Ich drücke jetzt nichts. Ah, okay. Und hier muss ich dann selber wieder eingreifen. Und das Level endet hier? Was? Ach nee, da oben ist eine Röhre. Nee, das sind mehrere Röhren. Was passiert denn hier? Ist das jetzt das Ziel oder was? Ich glaube schon, weil ein Geräusch kam. Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin gerade echt verwirrt, liebe Freunde. Jetzt kann ich aber... Kann ich hier durch? Ich hab's. Credits? Ist vorbei? Muss ich nicht gegen den großen bösen Lux kämpfen? Irgendwie? Okay. Credits, liebe Kinder. Ich dachte, es würde noch was kommen. Okay, wir haben's. Sind durch. Das kann ich groß diesem Hack sagen. Also eigentlich das, was in der Beschreibung schon steht, größtenteils. So. Wow. Das ist auch eine coole Kombination. Wolken, also eine Wolke und aufgeblasen. Oh, ein Binärcode. Was kann der bedeuten? Weiß ich nicht. Ja. Das ist ein echt guter Hack. Grafik, Leveldesign, Musik. Top. Also ich, von ganz ehrlich, ich will jetzt nicht echt böse damit klingen, aber so, ich erwarte nicht viel von deutschen Hack-Erstellern. Ich kenne nicht wirklich viele aus Deutschland, die wirklich so mit dem mithalten, was ich teilweise schon gesehen habe. Aber das hier, ich kenne die beiden nicht, die diesen Hack gemacht haben. Aber diese Ecke ist was echt Besonderes, muss ich sagen. Ist richtig gut gewesen. Also auf jeden Fall gehört auf jeden Fall zu den oberen paar von denen, die ich gespielt habe. Und ich habe ja schon über 50 gezockt. Ich kann jetzt nicht sagen, der wie viel besser, aber schon irgendwo in der Top 10 würde der mit reinpassen, auf jeden Fall. Richtig guter Hack. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ist halt der Schwierigkeitsgrad so ein bisschen. Also es war jetzt auch nicht übertrieben, aber nicht ohne Safe State schaffbar. Und ich will nicht ins Ziel. Und du. Gut, was mich nur ein bisschen überrascht hat, ist halt, dass es schon vorbei ist tatsächlich. Ich dachte, es würde jetzt noch so ein... Oh, es ist grün. Weltall ist jetzt grün. Okay, Level 7 haben wir auch keinen Unterschied. Ich dachte, es würde noch so ein großer Endfight kommen. Anscheinend war schon der Endfight und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass es der Endfight war. Sieht sonst irgendwas anders aus? Das sieht alles gleich aus, ne? Nur das Weltall sieht verändert aus. Oder sah das, hatte das andere Farben? Ich weiß es nicht mehr. Info Mansion. Naja, also super Hack. Also, ich weiß nicht, ob die, die den Hack gemacht haben, auch dieses Video hier sehen. Aber falls ja, dann lasst euch auf jeden Fall ein Lob ausgesprochen sein. Ich bin sehr begeistert von eurer Arbeit. Das ist echt gut. Weiter so. Ja, dann war es das von mir. Wir sehen uns dann irgendwann in anderen Videos. Keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Video für alle Zeiten sein. Dann danke ich euch und ja, ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt. Bis zum nächsten Hack, bis zum nächsten Spiel, bis zum nächsten Video von SSB Rocker. Haut rein.